Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Book of Demons. Weiter geht es. Wir sind kurz vor dem Bossgegner. Wir brauchen, naja, noch zwei Folgen, die wir machen werden. Gut, machen wir noch zwei Folgen, bevor wir beim Bossgegner sind. Hier haben wir wieder ein neues Monster. Zwei sogar. Gefühlt habe ich die gerade schon besiegt, aber scheinbar kommen die, sind wieder neu. Schlängelnder Horror Magnus, gefräßige Pflanze, brennende Archen, Elementarlord, Horror Gargoyle, Horror Templar. Gefühlt habe ich die schon besiegt, aber irgendwie sind die immer noch schwarz. Unbekannt. Ah, sehr gut. Wichtig! Wichtig, dass mir auch die Namen angezeigt werden, möchte ich bitte sehen. Um halt alles sehen zu können. Na, damit ich nicht vergesse, wo hier Gegner sind. Das ist praktisch. 3000 Gold und ich sehe natürlich auch alles andere. Sehr wichtig. Oh, das erste Mal, dass ich eine Brücke habe. Verlockender Tod. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich wollte mich gerade schon einmal stunnen. Ich werde hier bitte gefreezed gerade vom Elementarlord. Lass das. Ach, Mist. Ich weiß doch gar nicht, was eine Feuerschockwelle ist. Aber vielleicht sehen wir es ja im Laufe der Zeit. Und seine letzte Entwicklung. Stirb. 3600 Gold. Die nehme ich doch gerne mit Freuden mit. Was da ist. Macht man nicht. Ist sie weg? Eine leicht abgenutzte Münze. Okay, wir laufen einfach mal diesen Weg hier lang. Ein riesiges Areal wieder mal. Ernsthaft? Ich bin schon ein Stück extra weitergegangen, aber die kam erst, als ich über die Brücke rüber bin. Wer knackt? Ding, 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 ding. Wie so viele Gegner? Geht's hier noch weiter? Nee. Aber lass mich raten, da kommen bestimmt noch mehr. Wenn ich hier rüber laufe. Nein! Unvorstellbar, muss ein Bug sein. Ich muss sie viermal angreifen, ehe sie tot sind. Sie haben ein Leben. Ein einziges Leben haben die nur. Auch golden. Geht überall nicht mehr weiter. Jetzt brauchen wir noch 39.000 Gold bis zum nächsten Kartenslot. Weil ich direkt nicht weiß, was ich nutzen wollen würde. Wir gucken mal. Könnt ihr mal aufhören, mich so weit zu entdecken? Da habe ich gar nicht mehr so viel Zeit, euch anzugreifen. Uncool. Uncool. Ich kann frieren. Das sind Gargoyles, sind aus Stein, nicht aus Eis. Hm.
Ah, der hat sich verzogen. Der kleine Schisser. Boah, das macht so keine Lust, um Gegner anzugreifen, die 50 Millionen Leben haben, Mann. Eine Kiste haben wir oben noch. Da ist sie. Und natürlich ist da wieder der Ausgang. Ich glaube, ich habe noch nicht alles fertig gemacht. Aber ja, 3000 Gold. Na, ist das der Ausgang? Bin ich da schon hin? Natürlich nicht, weil ich jetzt da hinten hin muss. Weil ich irgendwo noch einen Weg vergessen habe. Leider lässt mich das Spiel halt nicht reingehen, bevor ich alles erkundet habe. Brennen Arachnoiden, wo seid ihr? Nein, das sind Horror-Gargoyles. Wieder frierende Horror-Gargoyles. Der immer wieder abhaut, der Feigling. Der hat mich natürlich gesehen unbedingt und muss sofort casten, damit ich keine Chance habe, seine kackdreckigen Kackwichtel kaputt zu machen. Bevor er sie castet. Ein Succubus! Verschwunden ist sie. Es fehlen noch drei Dinge. Ich habe irgendwie alles übersehen, scheinbar. Eine Runenkarte. Sowas aber auch. Da habe ich noch den Arachnoiden. Nur was anderes ist ja scheinbar noch. Und wie rechts? Vielleicht ist noch ein Arachnoid? Sind da zwei gewesen? Ah ja. Okay. Alles goldig, alles goldig. Ein Inkubus. Mhm. Ein Diabolist, der ist neu, wa? Aber die haben einfach alle 5 Millionen Leben. Guck dir das an, wie viel Leben die haben. Ja, wir wollen jetzt alles mein Mana. Schon so eine Karten deaktiviert. Meine Güte, Mann! Klick ihn doch an! Minigargol! Und hier ist wahrscheinlich nur eine Falle, ja. Das war klar. Ich geh hier mal vorbei, aber leider lässt du mich nicht, obwohl du fliegst. Hier steh ich. Hell dunkel, hell dunkel, hell dunkel. Level up.
Ah, klick ihn an. Ah, klick ihn an, danke. Alter, wie viele sind denn da? Meine Güte! Guckt euch das an! Wie viel Feuer! Und der springt darüber, das heißt, ich muss wieder komplett zurück. Eieieiei. Mann, komm schon, du feiges Stück Dreck. Ja, Feiertränke, holen wir uns den 12. noch mit dazu. Nice. Den nehme ich doch gerne mit. Alter, ich bin nicht nah genug gewesen. Angeblich. Die Sykubus sind irgendwie mal One-Hit. Verdorbener Seher, wieder mit 7 Phasen. Na, schauen wir mal, was wir besiegen müssen. Wo ist der eigentlich? Ich hab keine Ahnung. Habe ich gerade wie Giftherz nämlich aufgenommen? Oder war es ein gegnerischer Spell? Der versorgt, dass ich noch mehr vergiftet werde. Ich weiß nicht, wo der Gegner ist. Der Bossgegner. Da ist er. Der verdorbene Seher. Gehen Sie bitte weg. Alter, 5 Millionen Feuerwichtel sind hier. Gar nicht viel. Uff. Okay, der hat gerade irgendwie Aua gemacht. Jetzt wird ziemlich Aua. Was ist eigentlich mit euch hier hinten? Der hat immer noch einen Beschützer. Ich komme nicht da. Doch, da. Ich komme nicht dahin, um ihn zu interrupten. Aber doch. Eine Sonnenrune, danke sehr. So, damit haben wir alle genau wieder besiegt. 50 Milliarden gegen einen. Total fair. Typisch. Für euch Dämonen. So, eins fehlt noch, da hinten der Typi. Lass das. Auch zur letzten Etappe. Lass uns mal alle Gene anlocken. Das macht für sie keinen Spaß. Nur gegen Einzelne kämpfen zu müssen. Also lässt mich hier gerade nicht weiter. Schade. Die stellen sich echt immer in den Weg, ne? Unglaublich. So ätzende Viecher. Eine legendäre Karte. Eine unidentifizierte legendäre Karte stand da gerade. Das sah sehr schön aus. Da wird schon wieder was beschweren. Oh, jetzt habe ich wieder ein. Sorry. Ah, danke. Und noch eine. Ich dachte schon, noch eine legendäre, aber nein. So viel dann doch wieder nicht.
So viel des Guten doch nicht. Ich hätte gerne mal wieder so eine Kiste, wo ich den Bossgegner besiegen muss. Boah, jetzt zusätzlich ein Reward. Hexenbeast, 6 Phasen, na, ist okay. Eine miese Hexe. Ah, da war eine Rammziege wieder mal. Irgendeiner friert mich hier ein, der Horror-Gargoyle. Uff, kommt ihr denn alle her? Legendärer Exorzist. Noch kein Plan, was bedeutet, aber ich bin auch gerade eher im Kampf und zwar ziemlich hart. Na, lass das. Auf neue zu beschwören. Ich hab keinen Mana mehr, dann her damit. Schreien. Uiuiui, das war ein Kampf gewesen, ey. Gegen die Massen an Gegner hier. Der Sack hat mich einfach vergiftet, indem er durch mich durchgeflogen ist. Boah, diese Zeit ist so nervig. Nicht, dass es schwere wäre, es ist einfach nur nervig. Wenn er 1000 Units beschwört. Ah, die haben mäßig allzu viel Leben. Sehr nice. Erledigt. Massig Gold. Eine Runenkarte. Es fehlen immer noch 3.172. Ich kann gerade nicht rechnen. Um den letzten Karten. Das ist ja schade. Das wäre wirklich ärgerlich. Und hier 1000 Dämonen. Okay, hast du auch geschafft. Ah, der sieht doof aus. Der Höhlenmensch, ich will kein Höhlenmensch sein. Let's go. Gehen wir mal hier in die Stadt. Wir können natürlich versuchen, auch auf gut Glück den Kessel aufzumachen. 15 Schätze. Im Best Case 15 mal 3000. Aber ich glaube nicht, dass das... Na, wir probieren es mal. Wobei, wir machen das kurz zu dem Bossgegner dann. Das ist okay. Glaube ich. Achso, warte, wir wollten identifizieren. Der Spender. Ist der neu? Jetzt muss hier einer sein, oder? Ja. Schießt Giftpfeile, wann immer du an Vergiftung heilst, Anzahl der Bolzen, der Menge erhalten Gifts, maximal 6 Gift beim Monsterstand, erhöht Chance auf 1 Mana für jeden erlittenen Giftschaden, 33%. Habe ich den eigentlich nicht? Hab den nicht, ne? Was ist der Dämonenring eigentlich? Ah. Ah, ja. Ne, das ist super, das Ding. Könnt ihr den Dämonenring vielleicht noch aufrüsten? Die Blutrüstung, die ich jetzt leider maximiert habe. Zeig die mal bitte. Aber habe ich die nicht? Ist doch exakt die gleiche, ne? Lol. Ist exakt die gleiche. Nur, dass die auch schon auf 3 ist und die auf 1. Ist ja bescheuert. Warum kann ich die doppelt bekommen? Ist ja beknackt. Und eine Lebenskarte noch. Was ich eigentlich nachgucken wollte, war... Ach genau. No, I can see your future is very grim. Das bleibt. Monster, die in Feuer sterben, entfachen dieses weiter. Monster, die in Feuer stehen, verfehlen dich mit hoher Wahrscheinlichkeit 20%. Ja, ist nicht verkehrt. Kostet mich nochmal 4 Maler mehr. 4 Max Maler. Brauche ich aber 2 Wahrheitsrunden. Das sind einfach mal 100.000. 100.000, 10.000, wa? Mindestens 10.000, ich dann nochmal mehr zahlen müssen. Nee, gerade nicht. Gerade hab ich da keinen Bock drauf. Wir machen in der nächsten Folge weiter, meine lieben Freunde. Wir brauchen noch
Mal gucken. Vielleicht sind wir schon beim Boss-Gegner. Wenn wir beim Boss-Gegner sind, dann werden wir uns auf jeden Fall die restlichen Schätze holen. Schauen wir mal. Was ist das in der nächsten Folge von Book of Demons? Haut rein, Leute. Ciao.